Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Das wird ein Let's Play von Demon's Souls. Ist für mich sehr lange her, dass ich es gespielt habe. Und der Chat hat sich das so ein bisschen gewünscht, dass ich Demon's Souls neu anfange. Wir werden einen komplett neuen Charakter machen, einmal komplett das Game durchspielen, auf ganz entspannt. Kein 100% Run und auch kein Platin Run. Ich habe das Game eh schon auf Platin. Also ganz entspannt einmal durch, alle Bosse klatschen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß auf YouTube. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne Kanal abonnieren und ein Like auf dem Video dalassen. Hallo YouTube, genau. Wir spielen auf jeden Fall eine Frau. Und, ich möchte, Feuer spielen. Das heißt, entweder Adliger. Oder Magier. Adliger ist auf 1, Magier ist auf 6. 15 Intelligenz, 12 Intelligenz. Was hat der denn für eine Startwaffe? Der hat so ein Schwertchen. Und der hat so ein Ding. Aber Magier hat halt direkt diese Feuerattacke, die ist schon ganz cool. Magier ist aber auch. Jetzt sollen wir doch nicht auf Magie gehen. Chat? Was sagt ihr? Der ist cool, weil er jetzt Level 1 ist. Adliger ist schon ein cooles Ding. Ich habe Bock auf Adliger. Und der hat auch direkt einen Ring, sehe ich gerade. Ich nehme Adliger. So, hier muss ich mal kurz gucken, was gibt es denn hier? So Ring der Gunst, Gegenstände zu finden, das ist cool. Ist hier rasche Auge der Führung? Ja, wir haben auf jeden Fall Ring der Gunst. Aussehen. Oha. Ne, gibt es hier irgendwas? Oh, guck mal bitte, wie gut das aussieht. Komm mal mit so einem. Was ist ach, das? Ich würde sagen, Tatja darf entscheiden. Die sieht ganz cool aus. Richtig geil. Übel geil. Magst du die Locken? Sag mir nicht das. Das will ich nicht. Das magst du? Ich stehe ja eher auf blond. Doch? Ach komm, dann wenigstens die. Guck mal, die hat jetzt rote Augen. Guck mal, wie gut das aussieht. Die hat die gleichen Haare. Das ist auch geil. Boah, die ist auch cool. Oder She-Hulk. Rote Augen ist auch mega, nehmen wir das. Abschließen. Indem er die Macht der Seelen kanalisierte, brachte König Aland der Zwölfte seinem Königreich im Norden, Boletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Boletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Valarfax von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Boletarias Leid. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag. Und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Valarfax sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleib
sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Die Legende sprach sich herum. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Riss in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Bior von den Zwillingsfängen. Jurt, der stumme Häuptling. Sankt Urbain. Skurver, der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Und Freyk, der weise Hellseher. Der farblose, dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Ist der Ton okay, Leute? Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Naja, es wird gleich noch richtig laut, hat ja. Oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen sein. Möchtest du die Reise in den Nexus spielen? Komm, wir spielen mit Tutorial, damit Tatja das sieht. Und auch für alle auf YouTube. Also, erstmal, wir haben hier volle die DualSense-Funktion im Controller. Das heißt, die Vibration am Controller ist sehr, sehr krass. Und du hast beim Bogen und verschiedenen anderen Sachen auch, dass die Trigger hier schwerer sind. Dann war die Frage, wie lange ich dafür brauchen werde. Das kommt ein bisschen drauf an. Also, ich soll mir ein bisschen Zeit lassen. Also, ich denke mal, wenn ich mich beeilen würde, könnte ich das Spiel recht schnell machen. Also, ich bin da schon fit. Aber wir werden uns ein bisschen... Also ich werde hier jetzt nicht durchrushen, das nicht. Ich werde mir aber schon... Also so wie ich halt bin... Keine Ahnung, kann ich sagen. Hat noch jemand eine Idee, wie lange ich für Dark Souls gebraucht habe? Ich denke, ich werde hierfür nicht länger brauchen als für Dark Souls. Weil der Umfang ist echt nicht so krass. Der Umfang ist echt nicht krass. Und ich werde auch bei den Bossen nicht lang brauchen als Magier. Magier ist komplett OP. War noch irgendeine Frage offen? Ich wollte eher das Tutorial nicht. Ich wollte das Tutorial nicht unterbrechen. Oh, wie stark Magie ist. Sonst darfst du nicht hier den Nexus übertreiben. Also ich denke nicht, dass ich den Tutorial-Boss schaffen werde. Weil vielleicht willst du die Menschenfresser in Koop machen. Ja, wir können auf jeden Fall hier und da mal ein bisschen Koop einstreuen. Das wollte ich sowieso bei den ganzen Runs machen. Da war meistens immer nur das Problem, dass die Leute halt nicht am Start waren. Ja, wir können auf jeden Fall mal auch ein bisschen Koop machen. Da sehe ich mich. Also auch für die Leute auf YouTube, schaut gerne auf Twitch vorbei. Wenn ihr mal live mit dabei sein wollt, wäre doch ganz cool. Können wir auf jeden Fall machen, ein bisschen Koop. Hätte ich Bock drauf. Hallo Jasmin, guten Morgen.
Sonst waren keine Fragen mehr offen, ne? Also, was mich damals beim ersten Mal spielen übel geflasht hat, ist einfach, also das ist ja Generationen vor allem, was wir bisher grafisch gesehen haben, ne? Was ist das für eine Grafikpracht? Und also ihr könnt das nicht selber spielen, ist klar. Aber wer es hier mal gespielt hat, der weiß, was ich meine. Es fühlt sich so smooth an. Es ist so, also ich bin. Da fehlen mir einfach die richtigen Worte, um das vernünftig zu beschreiben, aber es ist einfach richtig, richtig fucking geil. Es fühlt sich so gut an, es zu spielen. Und wenn man jetzt davor vor allen Dingen. Also ich werde ganz viele Probleme haben, wenn ich wieder auf Demon's Souls gehe. Fällt mir gerade auf. Ach ja, wie lange brauche ich jetzt? Wie lange habe ich für Dark Souls gebraucht? Ich denke mal nicht, dass ich mehr als 10 Stunden brauche, ehrlich gesagt. Fällt mir ein. Ring des Lufts, das kann er eigentlich. Ah, stellt MP wieder her. Was gut. Auf Demon's Souls? Ja, ich meine auf Dark Souls 2, sorry. Wenn ich auf Dark Souls 2 wieder wechsle. Alter, guck dir mal bitte, wie gut das aussieht. Vor allen Dingen, also da, was viele halt nicht appreciaten. Hier bin ich im Schatten. Ich bin dunkel. Ich gehe ins Licht, werd hell. Schatten empfangen und Licht empfangen, das ist halt nicht so selbstverständlich. Guckt euch andere Spiele an. Und ich laufe hier durch keine 3D-Modelle durch, ne? Ich stehe dann drauf. Und die Fußhaltung ist dann auch richtig. Ah, scheiße, man sieht es leider nicht. Warte. Wenn ein Fuß oben ist, ist der andere Fuß unten. Guckt, er versucht sich immer richtig auszustellen. Das sind so Kleinigkeiten, da gehe ich steil, ich sage es euch. Merkt man kaum. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Bei der übrigens, das ist unsere Truller, bei der man leveln kann. Also die sieht so krass gut aus. Man müsste sich eigentlich mal einen Vergleich angucken, PS3-Version und die Version. Aber die hat auch ein bisschen mehr Brust bekommen. Auf der PS3-Version hat sie nicht so Boobies. Zusammen. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die 5 Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Es war doch so, genau. Also man muss, also das ist hier unser Nexus, unser Feuerbannschrein, unser Majula. Hier haben wir einen Schmied, wir haben hier einen Händler, wir kommen auch die Leute hin, die wir finden unterwegs. Hier ist so unser Place to be, wo alles schön ist. Und dann gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5 Keilsteine. Das sind die einzelnen Welten, wo man hin kann, wo man die Bosse besiegen muss.
Wie das mit der Story und so ist, das erkläre ich dann später noch. Ein Keilstein ist kaputt. Man hat immer gedacht, es wäre vielleicht mal DLC oder so. Ist aber nie dazugekommen. Und dann sieht man oben, mein Leben ist jetzt auch nur auf Hälfte. Weil es ist so wie bei Dark Souls 1. Dass man untot ist und lebendig, da gibt es wahrscheinlich andere Begriffe für. Und man kann sich lebendig machen mit einem bestimmten Item, das ich nicht habe. Und ich weiß auch gerade nicht, wie es heißt. Doch, blauer Ephemerstein oder so. Irgendwie so. So ein blauer Stein. Und damit wird man halt wieder lebendig, kann online machen und halt, man kriegt wieder volles Leben. Dann gibt es hier so Tendenzen. Es gibt einmal die Welttendenz und einmal die Tendenz von einem selber. Und das ist, könnt ihr so ein bisschen vergleichen, ja, was soll man dazu sagen? Schwarze Tendenz ist schlecht, die Gegner sind stärker, alles ist schwerer und ihr seid böse. Und die weiße Tendenz ist, ihr seid gut, es kommen weniger PvP-Leute, die Gegner sind leichter, geben aber auch weniger Seelen. Das ist ein übel kompliziertes Thema, was ich auch nur ankratzen werde hier im Let's Play. Wenn ihr da mal mehr zu wissen wollt, meine Kommentare schreiben oder selber auf YouTube schauen. Da gibt es tausende verschiedene Tutorials. Das ist aber jetzt hier nicht Bestandteil des Let's Plays. Ja, und am Anfang kann man nur Tore von Proletaria, da muss man den ersten Boss besiegen. Und danach kann man dann alle anderen Keilsteine. Und das machen wir jetzt mal eben. Das hier ist die erste Welt, die hat man auch schon mal im Trailer gesehen. Und hinter dem Tor ist der erste Boss. Hallo Billy. Bitte mach mal Ausrufezeichen GA. Ist mir zu hoch. Ach, Jasmin. Spiel weiter Dreamlight Valley. Ja, das Tendenzen-Gedöns, das wurde tatsächlich. Also, ich kann nicht für alle Teile sprechen, aber in Bloodborne und den Dark Souls-Teilen gab es das nicht mehr. Es ist schon so, dass wenn ihr NPCs tötet in den Dark Souls-Teilen, dass ihr dann quasi als böse geltet und dann mehr PvPler zu euch kommen. Das ist schon der Fall. Aber es ist nicht so, dass. Ich brauche ganz dringend eine neue Waffe. Es ist nicht so, dass dadurch die Welt sich ändert. Hier zum Beispiel, hier direkt am Anfang sieht man zum Beispiel, was sich ändert. Hier ist eine Tür. Und die Tür geht nur auf, wenn die Welttendenz ganz weiß oder ganz schwarz ist. War hier nicht irgendwo direkt ein Ephemer-Augenstein? Blauer Augenstein würde die heißen. Ich hätte gern ein bisschen mehr Leben, muss ich sagen. Das Game unterstützt 3D-Sound. Der Sound ist auch ultra geil. Das hört man vor allen Dingen in der Welt hier, in der zwei, also nach dem Boss. Da kommt nämlich immer ein Drache, der Feuer spuckt und das hört sich an, als würde wirklich ein Drache über euch fliegen und euch mit Feuer anspucken. Ganz crazy. Hau direkt den Dämon weg. Ist das Wendrick? Ja, das ist im Tutorial, dann hast du schon gestorben. Ja, den Tutorial-Boss bin ich schon gekrepiert. Genau erklären, was mir im Discord geschrieben hast, Tatja. Wenn es sich um Giveaway handelt, kann ich es dir auch sagen. Ach ja, und was man sagen muss, Magie ist OP, ne? Also wenn ihr das erste Mal Demon's Souls spielt, nehmt euch Magier. Magier ist OP.
Ach ja, wir könnten noch mal was zur Heilung sagen. In Dark Souls ist es ja so, dass es immer diese Estus Flakons gibt oder in Demon's Souls Blutfiolen und die sich am Feuer wieder aufladen. Das ist hier nicht der Fall. Hier gibt es sogenannte Gräser. Und die Gräser sind Verbrauchsmaterialien, die muss man immer wieder farmen. Man kann auch nur eine bestimmte Anzahl an Gräsern mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das bei der PS3-Version auch so war. Ich glaube, da konnte man unendlich viele mitnehmen. Bin mir nicht sicher. Hier ist es halt begrenzt, aber es gibt halt verschiedene und du kannst bis zu 10 verschiedene oder so mitnehmen. Da Sichelmondgras und ich habe ja hier Halbmondgras und die heilen halt mehr oder weniger. Dann gibt es auch zunehmender Gras, es gibt ganz viele verschiedene Gräser. Das Krasse bei den Dingern ist aber, die wiegen was. Es kann also gut möglich sein, dass ihr zu viel wiegt wegen den Gräsern. Gefährliches Halbwissen. Ey, besser Halbwissen als kein Wissen. Ah ja, das habe ich aber eben schon am Anfang der Folge gesagt, also ich bin jetzt hier kein Experte. Ich habe zwar eine Platin, aber ich bin kein Experte, was die Lore angeht und alles Mögliche. Und Unterschiede zur PS3-Version und so, also das bin ich nicht. Wollen einfach eine schöne Zeit hier haben. Und dann ist auch gut. Wusste ich doch, dass da oben einer ist. Trabgeist generieren. Belastungs- und Trabgeist-Thema. Ja, habe ich ja gerade schon angerissen. Also, die Gräser wiegen halt was. Nicht nur die Gräser, ja, alles, was du findest. Also, sagen wir mal, ich finde jetzt hier eine Rüstung oder eine Waffe oder irgendwas. Alles, was ihr in eurem Inventar habt, wiegt was. Also, es ist nicht wie bei Dark Souls, dass ihr nur darauf schauen müsst, was ihr anhabt, sondern alles, was ihr dabei habt. Also, jede Waffe, jedes hier, Nierendolch, das wiegt alles und das muss ich mitschleppen. Alles wiegt irgendwas. Bastardschwert. Ich glaube, das ist schon das erste Schwert, was besser ist als meins. Kann ich nicht halten. Perfekt sein. Scherben, genau. Scherben auch. Da muss ich aber was zu sagen. Ihr habt ja im Nexus habt ihr einen Typen mit einer Truhe. Und ab einer bestimmten Menge von irgendwas wird alles sofort in die Truhe reingelagert. Also ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr hier irgendwann 100 Gräser gesammelt habt und nicht mehr laufen könnt. Es wird alles ab einer bestimmten Menge automatisch in den Nexus geschickt. Ich muss gerade überlegen, wo ich lang muss. Muss ich da lang oder muss ich hier lang? Ich glaube, du musst da lang, ne? Schlüssel aber nicht. Ja, also Key-Items nicht. Genau. Key-Items wiegen nix.
Brandbomben wichtig für den Boss? Ja, das kann sein. PS3-Version, das ist halt 1000 Jahre bei mir her, da ich das gespielt habe. Das kann sein, dass das stimmt, was Goppel sagt. Dass das halt alles händisch gemacht werden musste. Das weiß ich nicht. Ist aber auch egal, wir spielen hier die PS5-Version. Oh, bin tot. Ja, Fallen ist hier auch so ein Thema. Also wie in Dark Souls 2 würde ich fast sagen. Also hier irgendwo runterfallen, ganz böse. Das nehmen wir mal mit. Das ist echt schade, weil da vorne war direkt die Abkürzung. Ich bin einfach durch die Abkürzung gestorben. Das ist echt dumm. Egal, die Abkürzung ist offen, das ist gut. Das ist auch so ein Demon's Souls Ding. Hier gibt es nicht überall Gnaden oder überall Leuchtfeuer oder so, sondern viele Abkürzungen. Ein bisschen was davon kennt man ja noch aus Dark Souls 1, wo alles miteinander irgendwie verzweigt war. Hier in den einzelnen, ich kotz. Was die andere Seite, ne? Bitte sag mir, dass es die andere Seite war. Ja, war die andere Seite, okay. Alles so ein bisschen miteinander verzweigt, so wie es halt in Dark Souls 1 auch der Fall ist. Ring der Attention, der ist ganz gut, weil der macht, dass ich weniger. Oh Mann, ey. Weniger. Mehr Leben habe, wenn ich in diesem Untoten-Status bin. Den möchte ich euch auf jeden Fall anziehen. Leveln kann ich auch, glaube ich, noch nicht. Kann ich erst, wenn ich den ersten Boss besiegt habe. Also kann ich auch nicht leveln und eine andere Waffe nehmen. War ein bisschen doof. So, jetzt kann ich mal eben den Ring anziehen. Da. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Leben. 25% mehr. Das ist ganz gut.
bin echt gut, da. Ach, schade. Der kann auch seine Rüstung fallen lassen, glaube ich. Die ist ganz gut. Die hätte ich gern. Die Rüstung. So, hier finden wir unseren ersten NPC übrigens. Das ist ganz cool. Den Sohn, glaube ich, vom König. Hier ist der, Kollege. Das ist auch der Cover-Dude. Vom Cover. Ein mutiger Sprung. Welch eine Überraschung. Da ihr nun hier seid, bitte ich euch, vertreibt die Dreglings. Ja, das machen wir mal. Hat jemand eine Ahnung, wie der Typ nochmal heißt? Ring des Diebes, was kannst du nochmal? Verbessert die Tarnung vor Feinden. Ja, ist auch ganz gut. So, genau. Hier sind die Gegners. Endlich alte Bekannte wiedersehen. Aber der erste Boss ist ja nicht so schwer, ne? Der erste Boss ist ganz entspannt. Ein mutiger Sprung hier nun. Haben wir hier noch einen? Da ist noch einer. Meinen Dank für euren Ich bin Ostrava. Ah, Ostrava von Boletaria, ja. Man kann auch seine Waffe und sein Schild bekommen. Ist, glaube ich, auch wichtig für eine Trophäe. Aber das ist wieder hier alles gefährliches Halbwissen. Vertraut da bitte nicht drauf. Nee, echt easy eigentlich. Was meinst du mit echt easy eigentlich? Also es gibt hier keinen Boss, vor dem ich Angst habe. Also es gibt nur, also nur der Menschenfresser ist nervig. Sonst gibt es keinen Boss, wo ich sage, oh Gott. Alle Bosse easy. Jo, schau mal bitte auf YouTube vorbei, Rampunk auch, falls du noch da bist. Würde mich sehr freuen, wenn du mal ein Like auf YouTube da lässt und die Videos immer schön likest. Denk mal, Follower bist du noch von damals. Ich habe übrigens auch gerade ein Let's Play laufen von Dark Souls 2. Vielleicht auch interessant für dich.
da passiert? Giveaway. Oh, wir könnten nochmal ein Giveaway machen. Wen haben wir denn gerade da, der Bock auf einen Shiny Endina los hat? Ich habe 3 Codes noch, Beli. Hatte eben schon mal ein Giveaway gemacht. Das hatte sich der Karatschow gegönnt. Ah, Mann! Gib mir deine scheiß Rüstung. Die hätte ich viel lieber. Ups. Beli möchte eins. Sehr gut. Also, wir warten mal, bis ein paar Leute... Also, wenn niemand da ist, dann brauche ich ja kein Giveaway machen. Dann könnte die Codes auch einfach so haben. Für die Leute, die es haben wollen. Ich hatte halt gedacht, dass es mehr Leute gibt, die da Bock drauf haben. Weil ja heute auch die... Also, weil das heute rauskam. Jo, kannst du auf jeden Fall haben, den Code. Keilsteinscherbe, dann kann man sich zurückporten zum Keilstein. So ein bisschen was wie, Heimkehrknochen. So, und wenn man den Drachen da weglockt, dann kann man sich da oben noch einen richtig geilen Ring holen. Ring der Stärke, wo man mehr tragen kann. Die Frage ist, gehe ich das Risiko ein? Oder scheiße ich drauf? Ob sich mir geheißt, sondern es war mir riesiges Gefängnis, ja. Der, ich glaube, Lutina Turm heißt der oder so. Ja. Da ist der Boss. Da braucht ihr keine Angst haben, der Boss kann nichts.
Geil, ich habe sogar Terpentin. Die machen es einem aber übel einfach. Der Boss ist sehr anfällig für Feuer. Ist doch fast schon zu einfach. Nochmal Terpentin. Hast du das Game durchgespielt, Beli? Oder auch nicht? So nicht, meine Freunde. So nicht. Ich hab ein scheiß Schild. Nochmal Terpentin, okay. Dafür Voraussetzungen. Achso. Der Billy hat doch eine PS5, oder bin ich blöd? Nee, Billy hat keine PS5, stimmt. Ja, dann wird das nix. Dann ist das für Billy ja jetzt auch gerade voll gut. Krass, stimmt. Ja, dann ist das ja super für euch. Fällt mir gerade mal auf. Super duper. Ja, viel Spaß beim Boss. Ah, dein Bruder hat einen und der hat dir alles erzählt, okay. Wenn ihr die ganzen Dinger außenrum kaputt gemacht habt, dann kann der Boss gar nichts mehr machen. Das ist richtig witzig. Jetzt ist nur noch der Typ. Und die Dinger können auch Kall, Stein scherben, diese sterben. Guck, der kann jetzt gar nichts mehr. Du bist so ein Loser. Ja, das ist easy. Es ist einer der leichtesten Bosse im ganzen Dark Souls Universum. Würde ich sagen. So, Dämon besiegt, Keilstein berühren und dann kommen wir zurück. Der Nexus. Ja, Nexus. Und jetzt müssen wir zu so einem kleinen Dude mit dem quatschen und dann dürfen wir in alle anderen Keilsteine. Willkommen zurück. Da ist sie. Die ist übrigens blind. Der Gewaltige erwartet euch
Der Gewaltige ist ganz gewaltig, ich sag es euch. Richtig gewaltig. Sieht ein bisschen aus wie. Keine Ahnung. Das ist nicht der Gewaltige. So, als erstes können wir Ring der Attention jetzt, weil ihr habt gesehen, guck mal oben links, mein Leben ist jetzt wieder voll. Wenn ihr einen Boss besiegt, dann werdet ihr auch wieder menschlich. Also können wir wieder, wir können Dieb nehmen, weil Dieb ist auch gut. So, muss man hier hoch. Hier ist übrigens der Dude mit der Truhe, da kann man immer schon mal ein bisschen was reinpacken. Lager verwalten, bitte nochmal hier meine scheiß Waffen. Da ist immer wichtig, alles zerfetztes Gewand. Alles weg damit. Alles, was man so aktuell nicht braucht, muss alles weg. Es kostet alles nur Gewicht. Keine Sorge. Nur die Seelen wegen nichts. Ich finde es halt so cool, dass man den Charakter auch atmen hört, ne? Man hört richtig, wie anstrengend es ist, die ganze Zeit zu rennen. Hört mal. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich einen zu hoch bin. Ich glaube, ich bin einen zu hoch. Jo, viel Spaß, Jasmin. Trink nicht zu viel. Das ist ja der Gewaltige. Wir warten schon lange auf euch, Dämonentöter. Ich bin einer der Gewaltigen. Wir erhalten das Realitätsgefüge. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Einst suchte auch uns eine Dämonenplage heim. War die Welt unter einer gütigen Herrschaft durch die Seelenkünste vereint. Bis durch die Gier nach Macht das Uralte erweckt wurde. Über das Land legte sich ein farbloser, dichter Nebel und die Welt war durch die Dämonen von der Auslöschung bedroht. Glücklicherweise konnten wir das Uralte wieder in Schlaf versetzen. Doch erst nach dem Verlust unzähliger Seelen und dem Großteil der Welt, verloren, verschlungen vom Nebel. Um das Gefüge des noch verbliebenen Landes zu vereinen, haben wir 6 Anführern 6 wertvolle Keilsteine anvertraut. Einen dem König eines kleinen, aber tüchtigen Landes. Einen dem König der unterirdischen Höhlen, einen der weisen Königin des großen Elfenbeinturms, einen dem Häuptling der Verlorenen und Schicksalsgeplagten, einen dem Schamanen des sturmverehrenden Schattenvolks und den letzten den mächtigen Riesen der nördlichen Lande. Die Keilsteine wurden in den verbliebenen Randgebieten platziert. Wir sperrten das Uralte hier unter dem Nexus ein und verboten die Seelenkünste. Schließlich wurden wir die Gewaltigen, halblebendige Wächter des Realitätsgefüges. Doch leider sind die anderen Gewaltigen nicht mehr und nur ich verbleibe. Ja, hallo Amarelli. So, 4 Keilsteine freigegeben. Jetzt kann man auch in die anderen rein. Das machen wir auch noch, weil es gibt an einem Keilstein direkt eine OP-Waffe für Magier. Das kann ich euch schon mal gerade zeigen.
Also jetzt ist es quasi Open World, ihr könnt überall rein. Nur ihr könnt nicht in jedem Keilstein unendlich weit, weil dafür muss man erst den Drachengott besiegen. Das ist so ein bisschen wie in Dark Souls 1, dass man erstmal das Gefäß haben muss, damit man überall hin kann. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist versuchen, die Waffe zu kriegen. Hier, Rand der Insel. Das ist auch gar nicht so schwer. Ich hoffe nur, ich sterbe nicht, weil ich bin da gerade lebendig geworden. Ich glaube, man muss das langsam machen. Gut, dass ich nicht gelevelt habe. Das gefällt mir auch. Ihr seht dabei im Schaden, ne, das ist hier richtig Endgame-Gebiet. Aber wenn ich wenigstens ein paar schon mal besiegen könnte, wäre schon mal ganz gut. Und ich hätte gerne meine Seelen wieder. Es gab hier mal einen Trick, da konnte man hier hochrollen. Ich glaube, das haben die aber gefixt in dem Game hier. Ich kann das aber gleich mal ausprobieren, just for fun. Naja, es geht nicht mehr. Man kann hier auch nicht springen. Wir sehen hier gleich auch nochmal den Tutorial-Boss. Das ist ja auch ganz spannend. Den kann man nämlich hier dann besiegen. Hier ist ja auch nicht mehr so schwer, der macht hier viel weniger Schaden. So, da vorne, das ist der Vorhut-Dämon. Hier gibt es auch schon ein richtig geiles Katana, was man sich schnappen kann. Da vorne ist es, glaube ich. Genau, Killage. Ne, ist kein Katana, ist so ein. Sowas, was ich ja auch habe. Hier so ein. Naja, ich weiß nicht, wie es heißt.
So, und hier raus, da ist noch ein krasser Gegner. Da muss man dann richtig aufpassen. Der macht einen One-Hit, der ist richtig, richtig stark. Und da liegt die Waffe, die man hat, wie die ich haben will. So, da habe ich sie. Halbmond-Falchion plus 1. Ist also auf Magie. Und ist schon richtig viele Level hoch. Also, es ist richtig stark. Damit werde ich das ganze Game durchspielen. Boah, fast das ganze Game. Ups. Halbmond-Falchion. Also, wenn man sich hier mal den Angriff anguckt, einfach mal doppelter Schaden, ne? Doppelter Schaden. So. Zack. Jetzt gehe ich mal in den Nexus und leveln. Lex, Nexus leveln. Mit der kann man leveln. So, erstmal ein bisschen Leben. 120. Und hier ist es so, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir nicht komplett sicher. Aber ich meine, die höheren Level geben mehr Vitalität. Ich würde erstmal auf Vitalität gehen, weil ich brauche unbedingt Leben. Vor allem, wenn man so halb tot rumläuft. So, und das war eigentlich die erste Folge. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge. Kann man hier noch weiter und den nächsten Boss besiegen? Aber dann muss man hier weiter. Und hier den Endboss besiegen. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge hier im Keilstein weiter. Wenn das Ganze gefallen hat, gerne ein Like auf dem Video da lassen, den Kanal abonnieren für die nächsten Folgen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.